Hallo liebe OV-Freunde und OV-Leser natürlich. Wir starten mit unserem Video-Adventskalender. 24 Videos wird es geben und 24 Mal machen wir eine Tür auf, wie bei einem richtigen Adventskalender. Und so zum Start, zum Warmwerden, habe ich gedacht, Türchen Nummer 1 bin ich. Und ich zeige euch jetzt mal, wie ich jede Woche unsere Wochenschau zusammenbastel. Das Ganze passiert hier. Das ist quasi mein kleines Reich bei der OV. Ich selber schneide mit Final Cut. Der ein oder andere kennt das Programm vielleicht. Das Ganze läuft so ab, dass ich die Moderation aufzeichne, eben hier in diesem Raum, und bin vor einer grünen Wand, vor der Green Wall, vor einem Green Screen. Manche kennen den Begriff oder haben das schon mal gehört. Und ja, alles Weitere passiert dann tatsächlich im Schnitt. Hier hatte ich jetzt die Lampe ein bisschen zu stark, also der Schatten fällt zu hart, aber das ist in dem Fall nicht ganz so tragisch, weil jetzt kommt nämlich mein Zauberwerkzeug, das ist ein eigener Effekt. Den ziehe ich darüber und dann passiert Folgendes. Alles, was grün ist in diesem Bild, ist nun transparent. Das hilft mir, indem ich jetzt alles, was ich da drunter lege, zum Vorschein bringen kann. Also bin ich jetzt nicht mehr vor der grünen Wand oder vor dem grünen Tuch, sondern vor einem schönen UV-Blau, und nun kann ich entsprechend das Bild zu Ende basteln. Unser Logo kommt rein, ich selber kann mich noch verschieben, wo ich hin soll, rechts, links. Ja, und so baue ich dann Stück für Stück jede Woche unsere Wochenschau. Wer kein Video und somit keine Tür verpassen will, der findet die Videos auf unserem YouTube-Kanal, auf unserer Homepage oldenburgische-volkszeitung.de, auf Facebook natürlich und auch im Fernsehen auf Regio TV. Und im Namen der Oldenburgischen Volkszeitung wünsche ich euch allen eine schöne Adventszeit und, wenn es dann bald schon soweit ist, frohe Weihnachten und auch einen guten Rutsch ins neue Jahr.